Alles klar, herzlich willkommen zum durchaus letzten Part von Tekken im Arcade-Mode. Und heute fehlt uns nur noch Devil. Und ich mache eben ein Save-State, denn ich will als erstes Devil spielen und nicht Angel. Oh, siehste, Save-State laden. Devil. So. Wie gesagt, ich will als erstes Devil spielen. Angel kommt direkt im Anschluss. Dann dieses. Ich muss mal gucken, wie kann man da eigentlich seinen komischen Strahl machen? Ich weiß halt gar nicht. Ich versuche einfach durchzurennen. Aber bloß weg. Oh, Nina in ihrem Schlampen-Outfit. Was total sweet aussieht. Muss man ja wohl mal sagen. Ja? Sieht echt sweet aus bei Nina. Ach, ich sollte mal den Endmove von Devil euch zeigen. Sieht bestimmt gut aus. Was war das denn? Ja, und dann dreht er sich um. Ich habe mir gedacht, ich werde mich jetzt im letzten Part nicht aufregen. Ich versuche es zumindest. Ich möchte das Spiel. Verdammt, jetzt habe ich es wieder weggedrückt. Nochmal genießen. Hahaha, sagt er gesagt. Da habe ich gerade tatsächlich genießen gesagt. Ja, ich habe genießen gesagt. Ich versuche es zu genießen. Ob das funktioniert, das sei mal dahingestellt. Wahrscheinlich eh nicht, aber. Ist schon ist Devil tot. Yolo, ich continue. Toll, der Teufel stirbt gegen Law. Ist ja wohl. Bruce Lee hat den Teufel besiegt. Hast du das gesehen? Unfassbar. Und ich glaube, ich bin seit dem ersten Part nicht besser geworden. Normalerweise sagt man ja im Verlauf eines Spiels wird der Spieler besser. Ich glaube, bei Tekken ist es tatsächlich so. Nein. Nö. Da wird man nicht besser. Warum sollte ich da besser werden? Wäre ja Schwachsinn. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Cool. Ich weiß ja immer noch nicht, wie ich diesen Strahl mache. Ich kann ja mal probieren, mal wo Sachen aus hier jetzt gerade, aber. Ich kann jetzt auch nicht so viel machen, denn ich muss ja auch zusehen, dass ich den Gegner kaputt kriege. Kick nach unten. Du drückst Kick nach unten und der Kick nach oben. Ich muss eben applaudieren für das Spiel, weil es ist wieder so genial gemacht. Du drückst Kick nach unten, er kickt nach oben. Warum auch nicht? Ne? Das ist ja auch logisch. Das ist Spiellogik. Muss man ja bedenken. Aber der eigentliche Grund, ich will mir die Musik halt einfach länger anhören. Deswegen verliere ich so oft. Ne, die Pose will ich mir nicht angucken. Die hast du nicht verdient, Devil. Ja, und Angel, keine Ahnung, warum die reingebracht haben. Das weiß ich echt nicht. Vielleicht als Pendant einfach, denke ich mir. Aber die taucht auch nirgendwo auf. Ich glaube, die sieht man nur, wenn man jetzt mit Devil durchspielt. Glaube ich. Keine Ahnung, ob das so ist. Kann ich nicht sagen. Sehen wir dann. Sehen wir ja gleich. Mist. Ellbogen-Check von Paul hier gekriegt. Früher, da habe ich den Devil immer richtig gerne gespielt, weil ich den konnte ich auch. Beziehungsweise da konnte ich auch den, diesen schönen Dingsbums, sag mal schnell, tot. Strahl. Den kann ich nicht mehr, ich weiß nicht, wie man den macht. Aber warte mal. Ich guck mal, Command. Ach, guck mal an. Flying Beam. Ach, gucke an. Dankeschön. Mal ausprobieren. Ja, hast das gesehen, wie er ausweicht? Ja, klar, er weicht aus. Ich will ihn nochmal machen. Oh, wie die ausweichen. Die sind alle zu gut für mich. Nein, die sind zu stark. Das gibt's nicht. Ist das möglich? Der weicht einfach meinen Beam aus. Das hätte ich vielleicht auch mal eher machen können, ne? Scheiße, ich hab nicht überhaupt nicht dran gedacht. Beam! Daneben. Toll! Wie war denn der Flying Beam? Alles klar. Mach den Flying Beam jetzt! Der macht den Flying Beam nicht. Er hat den Flying Beam nicht gemacht. Warum will ich das eigentlich machen? Ha? Warum? Er bricht jetzt den Teufel erstmal das Genick. Warum willst du was machen, was nicht funktioniert? Du, Mann, lass es doch einfach. Ja, der hat sich schon wieder ge. Mann, oh, warum treffe ich mit meinem Beam denn nicht? Ja, aber er trifft jedes Mal, oder wie, oder was? Moloch, ey, ich hasse dich. Ja,
ist. Triff ihn! Boah, du sackgesichtiges Drecksarschloch! Ich will mich nicht aufregen! Scheiß auf den Strahl, ey. Nein, ich will den jetzt machen. Mann, jetzt bückt er sich immer. Ja, dann packt er mich, oder was? Das Spiel ist scheiße. So, tschüss. Nächster. Was, June in Level 9? Warum ist June Level 9? Ach stimmt, die hat ja irgendwie mit Kakashi, genau. Kazuya hat die was zu tun. Ich weiß es nicht mehr. I forgot it. Oder ist sie... das kann auch sein. Sie Angel? Kann ich nicht sagen. Warum treffe ich nicht? Danke. Logisch, verliere ich da. Ja, auch nur der Teufel hier. In diesem Spiel hat der Teufel kein... Wieso triffst du denn nicht? Ey, dieser behinderte Kick nach unten. Warum trifft er denn nie? Da schon wieder nicht. Mein Gott, beim zweiten Mal erst, ey. Nein, warum sollte ich denn beim ersten Mal treffen? Ist ja Quatsch, ist das. So, weg. So, nächster. Ja, gegen Angel. Es ist Angel. Angel. Voll brutal hier den Engel zusammenkicken. Nehmt das jetzt hoffentlich nicht religiös, das will ich jetzt nicht. Boah, hast du das gesehen? Sie wollte so einen Strahl machen. Hau ab jetzt. Nein! Sie darf nicht gewinnen. Ich muss es schaffen. Oh Gott sei Dank. So, dann gucken wir uns mal das Ende an. Der Schatten ist aber auch sehr bescheiden gemacht. Aha. Der fliegt zum Mond. Ja, gut, warum auch nicht? Gefahr gebannt. Toll. Gut, wir machen aber gleich weiter in diesem einen Part. Ich habe schon wieder vergessen, wie man Angel nimmt. Immer eben auf Devil. Ich glaube auf X, ne? Ja, dann spielen wir jetzt Angel durch. Das ist die letzte. Das Finale. Ich habe ja gesagt, das ist ein finaler Part. Der ist etwas länger. Kannst du eigentlich auch? Ja, sie kann auch strahlen. Machen sie Feuer aus ihrem Mund? Natürlich. Bitte? So habe ich mir den Engel aber nicht vorgestellt. Oh, Schlappenduell. Kein Spaß. Späßgöns. Ich will ja jetzt hier niemandem auf die Füße treten, der irgendwie... an Engel glaubt oder sowas. Das wäre nämlich richtig bescheiden von mir. Aber ihr müsst halt nicht zu wörtlich nehmen. Hallo, wir haben den Teufel und hier Engel eingebaut. Keine Ahnung. Muss das sein? Weiß ich nicht. Aber mir ist es egal. Alter, der hat einen Engel geschlagen. Getreten hat ihn auch. So ein Arsch. Voll ist ein Arsch. Das kann nicht sein, ne? Meine schönen... Ja. Warum treffen meine Blitze nicht? Gegen den treffen meine Blitze erst recht nicht. So. Ich will den Part auch nicht zu lange haben. Ich versuche mal ein bisschen hier... Naja, zu rushen will ich jetzt auch nicht sagen. Das geht nämlich immer nach hinten los bei mir. Ja, na toll daneben. Das muss doch eigentlich auch so... Muss doch der Strahl möglich sein. Bitte, wie? Wie hat er das denn gemacht? Das ist ein Arsch, weißt du das? Jetzt habe ich das erste Mal das fliegende Ding gekriegt. Und nein, 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 nein. Das kann echt nicht sein. Jeder blöde Bot kann dem Angriff ausweichen, nur ich nicht. Wow, toll, wieder nicht geschafft. Super, und dann kriege ich so einen Drehwurm, ne? Weil dann bin ich nämlich tot, scheiße. Ich versuch's ja immer. Ich will diesen Strahl, der will, dass er trifft, aber dann hau ich mir selber die Kniescheiben weg.
Oh Gott, ich sollte es einfach lassen. Gegen Yoshimitsu. Ich hasse diesen Charakter einfach. Ja, fuck off. Wie kann man denn da einen Engel treten, du blöder Rechtsradikaler, ey? Ist doch scheiße. Ich kann doch keinen Engel treten, ey. Hättest du sonst nichts zu tun. Ich hab die Rechtsradikalen beleidigt. Naja, gut, die gehören beleidigt. Ja, die verstehen das eh nicht. Oh, hab ich jetzt gesagt. Der Sack kann doch meinem Laser nicht ausweichen, oder? Wie kann er denn meinem Laser ausweichen? Das ist ein blöder Jack 2. Der ist 200 Meter groß und duckt sich einfach unter meinem Laser weg. Wie geht denn das? Ich verstehe die Welt nicht mehr manchmal. Ja, genau. Duck dich noch später. Alter, sag mal. Willst du mich verkaspern? Ach, du blöder... Alter Sack. Sag mal, fuck off, ey. Geh weg jetzt. Hasse sowas, ne? Ja, dann gewinnt er, oder was? Aber ich habe einen Double KO auf Videobeweis, ne? Und dann gewinnt auch noch er. So ein Bluff-Bullshit, ey. Wie kann man denn sowas fabrizieren? Bei Double KO, da gewinnt keiner. Nein, der Gegner gewinnt bei Double KO. Schon wieder, June? Da sehen wir Kazuya nicht mehr in diesem Spiel. Naja, schade, was soll's. Sag mal. Hör mal auf! Toll, perfekt gemacht gegen mich. Ach, ich muss den ersten Part löschen, wo ich das Spiel auf easy gestellt habe. Ich kack so ab hier, ne? Das ist unglaublich. Ich werde auch nie wieder einen Tekken anrühren, ne? Hallo, steh auf, Angel! Mann, das gibt's nicht. Ich treffe nix mehr. Es sind noch zwei Stages. Ich will das Spiel beenden. Hör auf jetzt! Alter, ich treffe nix mehr! Blöde Kackbratze blockt alles ab, ey. Hallo, ich selber krieg keinen Block mehr hin, oder was? Triff! Dankeschön. So, letzter Fight. Das Gute gegen das Böse. Na klar! Weißt du, ich treff nix. Guck mal, ich treff... Ja, genau! Ich treff nix. Ich hab mich perfekt gegen mich gekriegt. Im letzten Part, jawohl. Ich mach jetzt gar nichts mehr. Ich freue mich des Lebens. Und weiß, dieses Let's Play ist bald vorbei. Ich singe ein Lied. Und freue mich so sehr. Denn bald weiß ich es, es geht nicht mehr weiter. Dieses Let's Play endet gleich. Ich bin schon kreidebleich. Was ist denn hier nur los? Was ist denn hier nur los? Der Sieg fällt mir nicht in den Schoß. Ich muss so viel tun. Und werde nicht so lange ruhen, bis ich dieses Game gewonnen habe und Devil am Boden liegt. Kann man denn... Mein Gott, Dankeschön. Da ist der Sieg. So, jetzt gucken wir uns das... Was soll denn da? So, Ende gucken wir uns jetzt noch an und dann. Habe ich nicht verstanden. Naja, es ist ein schönes Ende für Tekken 2. Damit endet dieses Let's Play. Nämlich, ich habe es jetzt geschafft, die Charakter durchzuzocken. Ich habe auch echt keine Lust mehr auf Tekken. Also kommt mir nicht mehr. Du ran! Kannst doch Tekken 1 oder 3 oder 4, 5 oder 70 nochmal zocken. Das ist doch voll geil. Nein. Das reicht. Tekken reicht jetzt echt wirklich erstmal. Es reicht wirklich. Boah. Ich widme mich jetzt anderen Projekten. Wahrscheinlich mal wieder Pokémon-Projekten, Digimon-Projekten, anderen PlayStation-Projekten. Das ist noch genug da. Oh, wir sehen uns bei einem nächsten Let's Play, Leute. Bis dahin. Euer Duran ist fix und alle. Und haut jetzt ab. Bis dahin. Ciao.